wahrscheinlich auch ein wenig sinnvoller, wie einfach nur über die Kreise zu rennen. So, und wo geht's jetzt hier lang? Außer Betrieb, Überbrückungsschalter im Büro des Hausmeisters. Aha, muss ich erstmal in das Büro des Hausmeisters, wie es aussieht. So, wo ist das denn? Also hier nirgendwo. Da geht's aber nach oben. Da könnte es nach oben gehen. Und diesmal bin ich zu hoch gehüpft. Oh, oh, oh. Das war jetzt auch nicht gerade sinnvoll. So, jetzt. Was haben wir denn hier? Gar nichts. Da ist aber der Überbrückungsschalter. Jetzt wieder runter und dann können wir durch diese Tür durch. Oh. Das wäre beinahe nicht gut gegangen. Die Kopf kommt näher. Verliere dein Signal. So, der Kerl verliert jetzt mein Signal. Oh, verdammt. So, mal gucken, dass ich ein bisschen Gesundheit wieder auflade. Wo ist dieser zweite Kopf jetzt hin? Ach, der wurde wahrscheinlich mitgerissen. Der hat ja ein mitreißendes Erlebnis. Stacheldrahtzaun, scheiße. Mir scheint das auch nicht auf die falsche Seite gegangen wäre. Das heißt jetzt nochmal zurück, dann nach links und dann nach oben. Oh, verdammt, noch einer. Ach Herrgott, das gibt's doch nicht. Ich hab mich doch gar nicht bewegt. So. Jetzt aber. Auf geht's, ab geht's. Um die kümmere ich mich jetzt dieses Mal nicht. Die werden eh drauf gehen, wenn sie probieren, mich hier zu folgen. Oh. Okay, wie komme ich jetzt da ran? Verdammter Mist, echt.
Ach, ein toter Polizist. Ich hab's doch gewusst, dass sie draufgehen, wenn sie probieren, mich zu folgen. Ja, ja, ja. Komm, Faye, ich renn schneller. Habe ich zugeben, das Level finde ich ein bisschen nervig mit diesen ganzen U-Bahnen, wo hier aufeinander düsen und Tod und Teufel. Ja, macht jetzt nicht gerade die dicke Laune, aber alles in allem ist das Spiel absolut geil. So, und jetzt bin ich auch schon wieder ein Stückchen weitergekommen. Und jetzt ist nur die Frage, ich muss irgendwie darüber. Es hat irgendwo einen Schalter gehabt, damit die Ventilatoren ausgehen. Ja. Oh, da sollte ich nicht reinspringen. Sieht nicht ganz so gesund aus. Da soll ich irgendwie hin. Das heißt, ich muss erstmal nach oben. Nicht lang. Aber hier geht's. Ja, okay, ich hab dich wieder. Du bist wohl in einem Belüftungsraum der U-Bahn. Versuch die Ventilatoren abzuschalten. Hinter den Dingern sind meistens Wartungsschächte. Das wäre auch schon wieder so ein halber Todessprung. Aber egal. Jetzt muss ich erst wieder ein wenig schwingen. Schwingen, 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 schwingen. Schwingen, dein Ding. Und hopp, also geschafft. Irgendwo jetzt lang. Da ist ein Wartungsschacht dahinter. Aber ich krieg den Ventilator aus. Da drüben krieg ich den Ventilator aus. So. Zack. Und. Zack. Und ich hab gewusst, dass das hier der richtige Ventilator ist. Bitte schön, gefällt. Nimm den Zug. Mann, du bist komisch. Du musst den Scheiß ja immer nicht machen. Oh. Hm. Neben den Zug gesprungen. Bitte schön, gefällt. Nimm den Zug. Okay, dann muss ich auf der nächsten warten. Jetzt kommt er und jetzt springt. Warum auch immer. Verdammt. Scheiße. Scheiße. Echt, ey. Der Zug scheint anzuhalten. Och. Jetzt wollte ich auf den nächsten Zug springen. Ich bin schon auf dem Zug. Ach, da kommt ein flacher Tunnel, deswegen muss ich auf den anderen Zug. Thank you.
Wenn man einmal von irgendwas erwischt wird, dann rutscht es halt regelrecht ein Teil nach dem anderen wieder ziehen. Scheiße, schon wieder zu langsam. Ich hoffe, dass dieses U-Bahn-Level bald vorbei ist. Das macht mir nämlich wirklich keinen Spaß. So, jetzt dürfte bald wieder der andere Zug kommen. Warum schaffe ich es nicht, darüber zu springen? Junge! Also die Idee mit dem Liegenbleiben war scheinbar gar nicht so doof. Jetzt drehe ich mich einmal um und mach leer. So. Scheint es, als ob es funktionieren würde. Auf jeden Fall haut es mich jetzt nicht mehr hin und her, wenn ich eins auf die Mütze kriege. Ach, ich hab einfach auf dem Zug bleiben müssen. Hinter dir kommt ein Zug, also nicht wie raus da. Ich bin schon dabei, ich bin schon dabei, ich bin schon dabei. So. Gut, wirklich gut. Und wenn du noch mehr Ärger kriegst, kannst du Elde raushelfen. Sie hat in der Nähe einen Job. Worüber denkst du nach? Ein Mörder. Echt? Ja, Popes. Es gibt morgen ein Treffen im New Eden Einkaufszentrum. Das sehe ich mir an. Shit, Faith. Warum tust du das? Es ist nicht dein Problem. Halt dich einfach raus. Als ich noch ein Kind war, hat mir die alte Stadt nie viel bedeutet. Meinen Eltern schon. Zumindest hielten sie für wert, beschützt zu werden. Mom und Dad waren Freunde von Pope. Sie haben Proteste organisiert, sich gewehrt, nahmen uns auf Demos mit. Ich habe damals gar nicht verstanden, warum das so wichtig war. Merck sagt, deine Mom ist gestorben. Sie ist bei den Innenstadtkrawallen umgekommen. Protestmärsche, die ausgeufert sind. Echt hart. Danach sind wir völlig auseinandergebrochen. Dad hat sich selbst nie verziehen und ich bin kurz danach abgehauen. Ich habe ihm wohl auch nie verziehen. Und dann hast du Mirk getroffen? Er hat mich beim Einbruch in seine Bude erwischt. Kein Witz? Das hat er nie erzählt. Er bot mir an, mich zu trainieren. Das schien mir ein guter Weg, von der Straße wegzukommen. Ich hatte auch kaum Alternativen. Was du jetzt machst, Faith, das ist der schnellste Weg, dich umringen zu lassen. Die haben meine Schwester reingelegt. Ich muss ihren Namen reinwaschen. Das schulde ich ihr einfach.
Ich werde überleben. So wie immer. Überleben wird überbewertet. Man muss auch ein bisschen leben. Hey, willst du morgen mitkommen? Könnt Hilfe brauchen. Kann ich. Drake hat einen Job für mich. Er meint, ich habe nachgelassen. Also ich muss gehen. Schon okay. Irgendwer wird bestimmt bald auf mich schießen. Geh schon. Faith. Vorsicht. So, nach dieser zum Nachdenken anregenden Zwischensequenz. Bürgermeister Callahan hat einen Wahlkampfauftritt. Ein paar Straßen weiter, also gibt's überall Straßensperren. Beende ich jetzt diesen Part und auch die Aufnahmesession. Ich hoffe, dass es euch viel Spaß gemacht hat, auch wenn ich ein paar Mal richtig dick gefehlt habe. Ja, und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Servus, ciao. Und was ich noch sagen wollte, kommt, abonniert meinen YouTube-Kanal, schaut auf Facebook mal vorbei, Pyro Berserker, so heißt unsere Facebook-Seite. Und viel Spaß. Servus.